Dieser Einzug in die Kirche wird nicht, wie man es gewohnt ist, von Orgelmusik begleitet, sondern wie an Fasching üblich mit Pauken und Trompeten. Angeführt von den Scheierborzler Guggenmusikern laufen die Mastenträger und Gardengruppen in die Nordkirche Neureuth von Pfarrer Pascal Würfel. Und das nicht zum ersten Mal. Als ich hier angefangen habe als Pfarrer, ist mir relativ schnell aufgefallen, dass es hier eine Narrengruppe gibt, Fasnachtsgruppe, die Nährräder Spundefresser. Irgendwie haben wir uns kennengelernt und ich habe gemerkt, wo Narren sind, da ist auch irgendwie Fröhlichkeit. Und ich habe sie gefragt, ob wir nicht auch mal einen Gottesdienst zusammen machen wollen. Da hatten sie erstmal nichts dagegen und so haben wir mit einem zarten Pflänzchen angefangen beim ersten Mal und dann kam beim zweiten Mal die Guggemusik dazu und beim dritten Mal noch andere Gruppen und so hat sich das ein wenig verselbstständigt. Jedes Jahr am Faschingssonntag übernehmen große und kleine Narren die Kirche vom Pfarrer Würfel. Laut ihm soll sich dieser spezielle Gottesdienst auch an diejenigen richten, die sonst nicht regelmäßig in die Kirche kommen. Denn laut Pfarrer Würfel gibt es so manch Gläubigen, der das Gotteshaus nur zu Weihnachten und Fasching besucht. Und dann gibt es noch die anderen, die regelmäßig kommen und einen Faschingsgottesdienst so gar nicht verstehen. Und natürlich gibt es Menschen, die sagen, wie könnt ihr eigentlich die Guggemusik hier in die Kirche bringen? Wie kannst du auf der Kanzel Wörter benutzen, die vielleicht sonst nicht fallen? Und den Leuten würde ich gerne antworten, wir können, wir tun's, aber ihr müsst nicht kommen. Also alle für die, die Fasching irgendwie eher nicht wollen, die könnten heute Telefongottesdienst bei uns feiern und einfach nur die Predigt hören in gereimter Form. Aber die dürfen auch gerne zu den umliegenden Gemeinden gehen und da einen ganz normalen Gottesdienst feiern. Ich finde es wichtig, ein Angebot zu machen für die, die wollen, sie abzuholen dort, wo sie sind, aber niemanden überzustülpen, zu sagen, wir müssen jetzt alle fröhlich sein und die Guggemusik gut finden. Jeder so, wie er es braucht und wie er es möchte. Selbst die Predigt von Pfarrer Würfel ist richtig fastnachtlich. Es wird gereimt, es wird gelacht und es werden auch mal Wörter benutzt, die sonst vielleicht nichts in der Kirche zu suchen haben. Ich sage es Barsch, ist Feige und ein Riesenarsch. Die Gottesdienstbesucher sind fröhlich und genießen sichtlich die Stimmung während dem Fastnachtsgottesdienst. Mein Eindruck ist, dass die Menschen so nach einer gewissen Fröhlichkeit fast schon lechzen, also man ihnen gar nicht so sehr viel an die Hand geben muss, sondern vielleicht einfach Raum und Möglichkeit geben. Das machen die Faschingsvereine par excellence. Das haben wir jetzt heute mit der Kirche versucht. Menschen zusammenbringen, die auch sonst vielleicht nicht zusammen sind. Die Leute, die nicht zum Umzug gehen oder vielleicht auch zu keiner Prunksetzung, aber die trotzdem gerne Guggemusik hören zum Beispiel und jetzt einfach in ihre Kirche vor Ort kommen konnten, um Cordula Grün mitzukrölen zum Beispiel. Ja, und neben all der Freude kommt bei so manchen Besucher vielleicht kurz die Frage auf, wie denn Fasching und Kirche überhaupt zusammenpassen. Also einmal sind es ja alte Traditionen, die von der katholischen Kirche her stammen. Die alemannisch-schwäbische Fasnacht hat ja da ihre Wurzeln auch. Fastenzeit, wo jetzt dann demnächst kommt, noch einmal zu überbrücken mit ordentlich fettem Essen und Schalk und Narretei. Ja, und da passt es eigentlich schon ganz gut. Es ist eine alte Tradition und die Kirche hat auch Tradition, von daher passt es. Und wir finden es an für sich super, dass man halt auch nicht nur an den Umzügen oder an den einzelnen Faschingsveranstaltungen sich präsentiert, sondern auch in der Kirche und auch quasi mit der Kirche auch feiert zusammen. Ich finde, die passen gut zusammen. Also wir durften ja, ich habe an früher gedacht, wir durften nichts. Bin schon älter und das gab's nicht. Also für mich ist es so, dass ich gehe einmal im Jahr in die Kirche und das beim Faschingsgottesdienst. Ansonsten schaffe ich es nicht, in die Kirche zu gehen. Und ich tue mir da kein Zacken aus der Krone brechen, wenn ich dann da mal hingehe und dann auch mal bete und mal mitsinge. Ich denke, wir finden da einen guten Rhythmus, dass wir da einfach auch miteinander feiern können und auch aber trotzdem den Glauben nicht vergessen. An Fasching wird oft die Wahrheit gesprochen. Also was man als sonst nicht ausspricht, das wird an Fasching, da wird Klartext geredet. Offensichtlich gehört es für die Besucher des Fastnachtsgottesdienstes dazu, dass Kirche so fröhlich, bunt und auch so laut ist, wie sie es sich wünschen.
Gerade sagte mir eine Dame, ihr Sonntag sei jetzt gerettet. Und das ist natürlich irgendwie ein sehr schönes Feedback. Das gibt es auch bei anderen Gottesdiensten von anderen Kolleginnen und Kollegen. Und gleichzeitig habe ich schon so den Eindruck, und so geht es mir auch selber, wenn man dann mit wippt und swingt mit den Liedern, das ist nochmal eine andere Fröhlichkeit. Wenn der Kirchenboden bebt, dann geht man irgendwie beschwingter nach Hause. Und hoffentlich aber nicht nur mit der Musik so im Kopf, sondern ja, das ist zumindest mein Anspruch gewesen, auch mit dem einen oder anderen Gedanken zum Nachdenken. Närrische Gottesdienste gibt es an Fastnachtssonntag in vielen Gemeinden in Baden. Vielleicht auch in Ihrer. Und so ziehen sie hinaus. Und der Gottesdienst hört auf, wie er begonnen hat. Mit Pauken und Trompeten. Jutta Gierbach singt. Jeden Dienstag in der wöchentlichen Chorprobe des Oratorienchors an der Stadtkirche Pforzheim. Händels Messias steht heute auf dem Plan. Der wurde auch gesungen, als sie vor über 20 Jahren das erste Mal hierher kam. Das Witzige war, ein Mitarbeiter von uns kam auf einmal auf mich zu und hat gesagt, Frau Gierbach, Sie gehen jetzt in den Oratorienchor. Da singt meine Frau und die wartet heute Abend dort und dort und dann nimmt sie sie mit. Und ich so, okay. Ja, und dann kam ich da hin und die erste Probe, die war, weiß ich noch, das war Messias von Händel. Und die hat mich überfahren wie ein D-Zug, weil alle die Koloraturen völlig locker hoch und runter gesungen haben. Und ich saß da drin und habe nur große Augen gekriegt. Ja, und habe mich dann aber wirklich auch reingekämpft. Sie ist begeistert, in so einem stimmgewaltigen, großen Klangkörper zu singen. Das Musizieren löst etwas in ihr aus. Also das ist immer wieder wie ein Jungbrunnen. Also wenn man da dienstags abends reinfällt, hat dann auch regelmäßig dazu geführt, dass man dann so aufgedreht ist, dass man nicht einschlafen kann. aber das ist einfach ganz bereichernd. So bereichernd, dass sie sich im Ensemble engagiert, ehrenamtlich. Sie ist seit 6 Jahren die Vorstandsvorsitzende des Vereins Oratorienchor Pforzheim. Sie hält die Fäden der verschiedenen Arbeitskreise im Chor zusammen und gibt neue Impulse hinein. Ihr Engagement startete 2009. Da wurde ich vom damaligen Vorsitzenden angesprochen. Sie wären auf der Suche nach einem Rechner, wie das damals hieß. Ja, und dann habe ich ihn angeguckt und gesagt, okay, kann ich mir vorstellen. Also ohne auch Bedenkzeit, ohne auch zu wissen, worauf ich mich einlasse. Man wächst mit seinen Aufgaben. So hat es Jutta Gierbach in der Firma ihres Vaters und später als Geschäftsführerin selbst immer wieder erlebt. Verträge mit Musikern machen, Programmhefte Korrektur lesen, Werbematerialien gestalten. Immer wieder gibt es Neues zu entdecken. Ich habe nur im Rahmen des Oratorienkurses eigentlich mit Social Media angefangen, mit Facebook und Instagram. Vorher war das für mich so, brauche ich eigentlich nicht. Ja, und dann lernt man da auf einmal eine ganz neue Welt kennen und denkt, ach ja, ist eigentlich auch ganz interessant. Ne? Und das macht mir einfach Spaß. Und deshalb bin ich schon jemand, der eher mal sagt, ja, probieren wir halt mal. Ne? Mit dem Ausstieg aus ihrer Firma 2020 findet Jutta Gierbach Zeit für ein weiteres Ehrenamt. Als Notfallseelsorgerin ist sie die erste Hilfe für die Seele bei traumatischen Erlebnissen. Sie wird von den Blaulichtorganisationen zum Beispiel bei Überbringungen einer Todesnachricht gerufen, um die betroffenen Menschen in den ersten Stunden zu begleiten. Und das macht einen auch so ein bisschen demütig und sagt, okay, also dir geht's wirklich gut. Und es versucht die Stabilität, die du hast, einfach auch so ein bisschen auf andere Menschen zu übertragen. Einfach so ein bisschen in dieser Situation Klarheit und Struktur zu schaffen, das wäre schön, wenn ich das erreichen könnte. Für Jutta Gierbach ist ein Engagement selbstverständlich und begründet sich in der eigenen Lebensgeschichte. Ich denke, Mensch, ich hatte eine tolle Ausbildung, ich habe ein Studium absolvieren dürfen, ich habe, ja, alles, kriegt man ja alles, ja, nicht gratis und umsonst, aber
wir leben da unglaublich privilegiert. Und dafür, und auch, dass ich im Chor singen darf, in so einem tollen Ensemble mit tollen Chorleitern, bis jetzt immer auch tollen Orchestern, das ist so ein großes Privileg. Und dafür will ich mich einfach auch erkenntlich zeigen und was zurückgeben. Den zeitlichen Aufwand für ihr Ehrenamt kann und möchte Jutta Gierbach nicht beziffern. Man braucht immer so viel Zeit, wie man hat, sagt sie. Genügend Zeit auch für so Schönes wie Händels Messias.